In diesem Schlagzeug steckt nicht nur ein Herz, nicht nur zwei Herzen, sondern drei Herze. Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Formats Die Schlagzeugführung. Heute geht es um das Herz des Schlagzeuges und zwar die Snare Drum. Und in diesem Schlagzeug hier schlägt nicht nur ein Herz, nicht nur zwei Herzen, sondern drei Herze. Der Grund, warum ich da drei Snare Drums habe, ist dieser, dass ich eine sehr, sehr breite stilistische Bandbreite abdecke und dafür drei Snare Drums brauche, denn mit einer Snare Drum lässt sich nicht alles abdecken. Und außerdem haben diese Snare Drums alle die gleiche Funktion und sie werden auch immer gleich eingesetzt. Es kommt allerdings auch auf den Stil an. Ich gehe von links genau in die Mitte über. Ja, dieses Snare Drum hier stammt von Kirchhoff Schlagwerk und das Besondere bei dieser Snare Drum ist, sie wurde hier zu diesem Trommelsatz hinzubestellt und hierbei handelt es sich um die Kirchhoff Schlagwerk Arctic Piccolo Snare Drum in 10 Zoll Durchmesser und 4 Zoll Tiefe. Wir haben hier, was bei der Arctic Serie von Kirchhoff Schlagwerk sehr typisch ist, einen gegossenen Acrylkessel. Das heißt, wir haben hier keine Schweißnaht, wir haben hier auch keine Klebestelle. Nichts ist zu sehen, also ist dieser Kessel komplett aus gegossenem Acryl, was die höchste Qualität des Acryltrommelbaus darstellt. Die Fellkombination besteht aus dem Remo Control Sound Clear und den Remo Ambassador Snare Sight. Wir haben hier auch noch den Canopus Vintage Dry Teppich und ich zeige euch jetzt mal, wie das gute Stück klingt. Als nächstes haben wir hier die LP Percussion Micro Snare. Diese Snare Drum hat 6 Zoll Durchmesser und ungefähr 3 Zoll Tiefe, besteht aus einem Edelstahlkessel und hat als Fell hier das Remo Ambassador Ebony. Sie hat eine sehr interessante Snare-Abhebung. Und zwar, ich zeige es euch jetzt mal so, wir haben hier einen Hebel, den kann ich nach hinten ziehen und dann jeweils um 360 Grad drehen, ungefähr so, lässt sich rausziehen und dann entweder nach links oder rechts drehen. Ich zeige euch jetzt das Ganze mal aus der Unterseite. So, also wie wir hier sehen können, wir haben hier den kleinen Snare-Teppich. Den kann ich also jetzt nach hinten drücken und jeweils drehen. Und das sorgt dafür, dass diese Snare-Drum sowohl als Timbale als auch als Snare-Drum benutzt werden kann. Ich führe euch die Snare Drum jetzt vor, einmal ohne Teppich und einmal mit Teppich. Musik.
kommen wir nun zum eigentlichen Hauptinstrument und das ist hier diese Snare Drum. Da muss ich leider etwas deutlich mehr ausholen, denn diese Snare Drum hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Fangen wir doch mal damit an, dass diese 5 Toms und diese Bassdrum ein Trommelsatz sind, zu dem auch eine Hauptsnare gehörte. Es gehörte eine Snare Drum dazu. Was ist passiert? Dieses Fell hier, das Remus Cybermax, so sehr ich es auch liebe, erzeugt erheblichen Schaden an so manchen Snare Drums. Und genau das ist mit meiner Hauptsnare passiert. Das Fell habe ich zu stark angespannt und dann sind immer wieder ein paar Böckchen kaputt gegangen. Dann haben sich Schrauben gelöst und plötzlich ist dann der Kessel gerissen. Ja, ihr habt es tatsächlich richtig gehört, der Kessel von der Hauptsnare ist gerissen, weil er diese hohe Spannung, das dieses Fell erzeugt hat, nicht vertragen hat und deswegen ist er komplett durchgerissen. So, dann kam die Überlegung auf, was für eine Snare Drum hole ich mir? Und dann habe ich einen Thread im Drummer Forum gesehen und zwar war das ein Thread über eine Selbstbausnare mit Glasfaserkessel. Dann habe ich also Kontakt zu diesem Erbauer aufgenommen und er hat mir dann einen Kessel gebaut, den ich euch jetzt zeige. Wir haben es hier also mit einem 2,7 mm starken Glasfaserkessel zu tun, der zusätzlich mit Verstärkungsringen verstärkt ist und den Grund dazu, oder der Grund ist halt eben, dass diese Trommel hier die hohe Spannung, die das Remus Cybermax erzeugt, aushalten muss und deswegen wurde der Kessel zusätzlich noch verstärkt, sowohl oben als auch hier unten. Wir haben hier bei dieser Snare Drum eine Fellkombination aus dem Remus Cybermax und den Diplomat Resofell und hier haben wir auch die Canopus Vintage Snare Wires. So, wir haben es hier mit den Böckchen von Kirchhoff Schlagwerk aus der neueren Generation zu tun. Hier auf den Trommeln sehen wir noch die alte Generation, die bis 2008 oder 2009, glaube ich, produziert worden ist. Und dann ist Kirchhoff Schlagwerk von den runden Böckchen hier auf diese kastenförmigen Böckchen dann umgewechselt. Wir haben also hier diese Böckchen, das Bad End und den Strainer von der alten Snare Drum. Warum benutze ich gerade das Remus Cybermax? Nun, es hat einen Grund. Dieses Fell wird normalerweise bei der schottischen Dudelsackmusik benutzt. Es wird dort sehr extrem stark angespannt auf High-Tension-Snares benutzt, um einen ganz, ganz hohen Klang zu erzeugen und ich liebe diesen Klang und deswegen dachte ich mir, ach, ich kaufe mal einen Marching Fell und probiere es auf einer normalen Snare Drum aus und es klingt einfach wirklich schön. Und ich möchte euch auch jetzt mal die Faser zeigen. Also, ich drehe die Snare hier jetzt um und wir können hier schon erkennen, dass hier gelbe Faser zu sehen sind und wenn ich jetzt näher dran gehe, dann lässt sich sogar das Gewebe sehen.
Also hier sieht man deutlich das Gewebe von den Technora-Fasern, aus dem das Fell besteht. Diese Snare Drum zeichnet sich dadurch aus, dass ich sie sehr, sehr hochsensibel gestimmt habe. Also die Teppichansprache ist sehr sensibel und deswegen ist sie relativ tief gestimmt, damit das Resofell nicht platzt, weil es dennoch sehr, sehr stark angespannt ist. Und damit ich das euch mal zeigen kann, also man hört, ich tippe die Snare Drum quasi an und wir hören den Teppich. Also echt schon Wahnsinn, wie sensibel das Ganze hier ist. Und jetzt führe ich euch dieses gute Stück mal vor. Ja, also wir haben gehört, diese Snare Drum klingt eigenartig, ungewöhnlich, aber dennoch sehr cool und ich mag einfach ihren Klangcharakter, egal ob sie jetzt so tief gestimmt ist oder hochgestimmt. Der Klang ist einfach sehr außergewöhnlich durch dieses Fell, was ich hier benutze, und zwar das Remo Cybermax. Ja Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge von der Schlagzeugführung gefallen und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, dann gebt mir einen Kommentar, dann schreibt mir was und abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Und ja, für all die anderen, die es schon getan haben, vielen Dank fürs Anschauen meiner Videos. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Liken, fürs Disliken, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, bitte kommt doch zu dem Stream am Samstag von 6 bis 7 Uhr, der hier auf YouTube stattfindet. Also vielen Dank und ciao, ciao.